So, zurück bei Divinity. Immer noch an derselben Stelle. Und von mir aus kann es weitergehen. Ja, dann legen wir doch mal direkt los, ne? Ja, aber wir haben ein bisschen was vor uns. Ja, das dauert auch noch ein bisschen, glaube ich. Auf und davon. Ich glaube, wir looten einfach zu viel. Ja, glaube ich auch. Aber looten muss sein. Also, wenn man nicht... Ja. Kisten. Gott, hier ist so viel Zeug, dass man nicht mitnehmen darf. Ja. Fuck! Ja, hahaha. Was erwartest du? Du stehst direkt neben zwei Soldaten. Ja, aber ich hatte doch... erfolgreich. Nein, hattest du nicht. Verschlossen. Schade. Dann komme ich nicht ran. Die sind alle verschlossen. Ja, dann hey, das war die will was von Pfeffer. Oh. Pass auf, ich habe einen Schlüssel gefunden. Die wollte da gerade was von Pfeffer haben. Muss ich nur noch gucken, welche Truhe der Schlüssel denn war. Oh, ich habe hier auch einen Schlüssel. Ihr alten Schlüsselfanatiker. Hier ist immer noch verschlossen, Vater. Was macht ihr denn hier die ganze Zeit? Die andere habe ich eine habe ich gelootet. Die ganz rechts ist noch verschlossen. Aufpassen. Ah, Quentin! Wir werden hier gleich echt angegriffen. Ja, wenn ihr so weitermacht, ja. War das nicht? Jetzt hier mal eben die Robe, die ich gefunden habe. Oh, Robe und so, Magier, ne? Ja, braucht Intelligenz 8. Körperstärkung plus 1 und Feuerresistenz plus 15. Also die Truhe ist auch verschlossen. Intelligenz habe ich 9. Ja, dann gebe ich sie dir doch mal. Was? Bleib verschlossen, ja? Ja. Jetzt mal die andere hier. Rüstungswert 14. Ich habe jetzt eine Rüstungswert 2. Alter, krass. Kannst du mal die alte da anlabern? Oh, guck mal. Ich bin Feuerrot. So, angelabert. Ja, die Truhe funktioniert. Sind aufgeschossen oder war die einfach? Nee, hab ich aufgeschossen. Ja, schöner goldener Dolch. Oho. Oh, ja, nee. Und eine Metallrüstung. Da würde ich mich ja wohl für operieren. Ja, kein Thema. Gesendet. Komische Tante. Identifizieren hier. Rüstwert 28. Bei Vorderstärke 10 habe ich. Du brauchst ja auch die höchste Rüstung von allen. Ja. Damit bin ich dann rüstungstechnisch mal sehr zufrieden. Von 4 auf 28. Das geht doch voll. Schade. Ja, würde ich sagen, weiter, ne? Jo. Da oben ist nur so ein Wehrgang, ne? Ja, da ist nicht wirklich was. Wegpunkt entdeckt. Ja, wir haben sehr gut. Tor entdeckt. Ja, ich hier. Klar, blond. Ach, da unten ist es. Ja, ja. Ja, ist doch völlig. Es ist doch nicht unabwegig, dass ich das hier mache. Genau. Ah, hier sind die Gräber. Du bist doch der einzige erfahrene Spieler von uns. Oh, wir können wieder buddeln, Olle. Ich bin dagegen. meinst du, das passiert hier auch? Ich weiß nicht, da war letztes Mal auch so ein Grabstein dabei. Speicher doch mal. Ich hab da irgendwie so ein ganz ungutes Gefühl in meinem Brustkasten. Das gab nur 37.000 Schaden. Ich hab nachgeguckt. Oh. Ja. Und er stellt sich schon hin zum Looten. Naja, war doch klar. Das ist meine... Ja, jetzt zack, fängt er an zu buddeln. Hahaha. Nein, das macht man nicht. Nein. Macht man ja auch nicht. Ach Mann, ich hab keine Schaufel. Ich kann nicht buddeln. Tja, hast du jetzt ein Problem. Andere Leute Kram weglooten. Das könntest du versuchen, ja? Oh, da hinten ist der Hund. Oh, Kampf, endlich. Kampf. Ja, Kampf. Hier. Ich hab da so eine Kanone ausgebuddelt. Ah, nee. Oh, du, weißt du? Ja. Oh. Stehst du XP auf Leben? Sammeln. Ich stehe auf Leben, ja. Ja, ja, okay. Dann bin ich mal nett. Bring doch einfach weg. Eben. Wofür hast du das denn? Ups. Deswegen fragte ich. Er steht voll auf Leben. Oh, Buch! Looten! Oh, tot!
Gold. Bring dich nicht auch noch um. Das Gold. er ist gerade dabei. So, wo ist denn unser Toter? Ja. Direkt vor dir. Yeah, ich lebe wieder. Woo. Viele Rollen haben wir nicht mehr, ne? Nee. Ich hab keine mehr. Ja. Ich hab eine. Es ist sehr gut, dass du eine hast. So, ich geh mal zu dem Hund da hinten hin, der hat da bestimmt was zu melden. Wuff, wuff. Der Hund will uns etwas mitteilen. Hm, wir können nicht mit ihm reden. Doch, oh, der Hund rennt weg. Ey, der Hund rennt weg. Ah. Nö, jetzt rennt er wieder hier hin. Oh. Weil ich ihm nicht gefolgt bin, oder warum? Nee, ich hab hier was Untotes gefunden. Ach so. Ein Untotes Zauberndes. Ja. Hm. Ellen, der Hund ist bei uns in der Party. Ellen, Stufe 8. Stufe 8? Tja, viel Spaß. Oh. Wir haben den Hund bei uns auf der Seite. Geht nicht. Mein Heilzauber ist noch im Dings da. Oh. Jo, ne? Ja, läuft, ne? Ja. Das macht ja... Wir rocken ja voll rum hier. Ja, wir sind voll drauf. Ach ja. Okay, dann muss ich euch mal aus der Scheiße helfen, wa? Ja, mach mal. Jetzt, one shot. Das war ja super. Das hat ja richtig viel geholfen. Ich tu, was ich kann. Ja, ich verabschiede mich dann schon mal von meinem Leben hier. War schön mit dir. Ja. Guck mal, schick den Feuerball. Wir könnten auch als Profispot durchgehen. Ja, auf jeden Fall. Tschüss. Guter Hund. Oh, weh, der Hund stirbt. Aber jetzt sagt er mir das Spiel schon, dass sie den Schwierigkeitsgrad herunterstellen können. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Ist es auch. Aber das ist gut. Dann kann ich Feuer machen. Ja, Tschüss, Hund. Ja, gut, scheiß auf den Hund. Er will uns etwas sagen! Ich will den Hund retten! Ja, ist halt gar nichts gebracht. Das hat auch nicht so wirklich funktioniert, was du da vorhattest, oder? Der Hund ist eh tot. Ich glaube, wir laden gleich mal neu, ne? Ach, warum? Das läuft doch also super! Also erstmal, ihr wird doch nicht einfach zwischendrin geladen. Nein, nicht im Kampf laden. Das tut man nicht, aber danach. Oh! So macht man das. Er ist schon halb tot. Tschüss dann, ne? Heldenhaft. Ah, einer muss ja. Zu weit entfernt, ich muss näher ran. Ja, wegen des Rauchs, glaube ich, kannst du den nicht sehen. Naja, ich habe einen ganz Close-Action-Ding-Zauber hier. Wow, das hat ja voll viel gebraucht. Wow. 23, wow. Bin begeistert. Ja toll, das ist der Nebencharakter, der einzige, der hier die ganze Chose rettet. Und damit geht's auch nicht mehr. Was? Wieso? Du zählst nicht. Du zählst einfach nicht. Das ist doch doof. Ah, komm, erste Mal gestorben. Nee, Moment. Heute das erste Mal gestorben. Die Gruppe. Nix, ich lebte noch. Ja, Gruppendynamik. Wenn die Gruppe tot ist und du noch lebst, bist du nicht Teil der Gruppe. So gehen wir also mit unseren Mitmenschen um, mit unseren Mitspielern. Aha. Ja, natürlich. Hier gibt's nichts geschenkt. Ja, ich bin das doch so gewohnt. Ich glaube, wir sollten aufpassen, womit wir buddeln. Ich glaube, wir sollten das ein bisschen mehr einschränken. Warum? Ja. Nein. Okay. Ich glaube, wir sollten erst das andere Zeug machen. Ja, glaube ich auch. Lass uns erstmal hier. Und der buddelt. Bei dem Ding wusste ich, dass da nichts ist. Wer weiß denn, dass das immer das gleiche ist? Ich sag das einfach. Na dann. Is he trying to tell me something? Soll ich eigentlich meine Waffen rausen?
Schnüffel, Schnüffel. Schnüffel, Schnüffel. Hund tut aber nichts. Gut. Greetings. Schaufel, ich kann buddeln. Wow, toll. Welches von beiden Löchern war das mit der Bombe? Tja, das möchte ich jetzt gerne wissen. Das rechte. Ey, das war ganz bestimmt das rechte. Uiuiui, ihre Tochter ist abgehauen. Und wurde umgebracht. Na super. Bye. Hat sich das erste hier auch erledigt. In memory of Loni. Death lies on scheiße, scheiße, scheiße. Nee, doch, das ist in Ordnung. Back again. An deren Grab würde ich jetzt ungern buddeln. Bye. Und er buddelt und buddelt. Bitte. Und da hat er was gefunden. Das ist Dave! Und ach, Stufe 8. Stufe 8? Wir sollten hier, glaube ich, nicht sein. Kann das sein? Vielleicht sollten wir hier nicht buddeln. Nein, das kann ich nicht. Ja, ich kümmere mich um Dave. Dass wir hier rankommen. Meine Innie ist zu niedrig. Ich bin da mal weg. Zack, Feigling. Mann. Immer dieses Glück. Aber ich stehe genau richtig, schön hinter dir. Oh, Mist. Ja, aber du bist dran, Ed. Ja, ich mache ja schon. Mist, warm. Er hat aber ganz schön viele Lebenspunkte. Ja. Da ist er tot. Da ist sie tot. Oh, oh, oh. Whoa. Tja, Ollo, ich wünsche dir viel Spaß. Wir sehen uns dann im nächsten Leben. Ich kann nicht mal zuhauen. Zuhauen kostet 9. Was? Du bist ein Held, ey. Ja, ne? Kommt der Riesenkrieger in der Plattenrüstung und kann sein Schwert nicht tragen. Ich kann meine Rüstung nicht tragen, weil sie... Oh, wir haben uns... Ich hab's ja voll versammelt hier. Sexy. Sexy Oberkörper. Nee. Verfehlt. Ja. Ich würde sagen, wir sind... P.O.A.T. And again. And again, and again, and again. So. Das ist der Friedhof auf Doom. Der ist immun gegen Gift. Ja, das ist ja, ist ja egal. Er will nur, dass ich da einen Feuerball draufschmeiße. Genau. Bum, bum. Ja. Alter. Ich hab einen ausgehalten. Wow. So viel Glück werde ich nicht haben. Können noch was versuchen. Ich provoziere den sogar noch. Oh, oh, sehr gut. Sauber. Aber ihr dürft ihn nicht töten, weil dann kriege ich keine Erfahrungspunkte. Oh. Ist das doch egal, oder? Nein. Ollo, welche Alternative haben wir bitte? Mich wiederbeleben und ihn dann töten. Gott, der Zauber ist voll lahm, ey. Das ist noch viel lähmer. Okay, dann belebe ich dich mal wieder, ne? Oder du kickst ihn nochmal um, dann haben wir ihn gekillt. Ich kann ihn nicht nochmal kicken. Ah, schade. Könnte vielleicht. Aber dafür muss er erst nochmal zuhauen dürfen. Das Ziel ist blockiert? Ja, ich muss ein bisschen von denen weg. Okay, das heißt, wir müssen ihn weglocken. Nee, du kannst mich da wegziehen, du musst mich halt nur irgendwo im Rahmen weiter drumherum weg. Du darfst mich nicht direkt in seine Nähe spawnen. Achso, oh Moment. Ja, ich habe das noch nie gemacht, deswegen. Da kriegst du mich an und dann kannst du, genau, dann kannst du irgendwo, wo Platz ist, kannst du wieder belegen. Tududududu. 22 hier. Ja, das wird ja viel bringen. Ich könnte dich sofort heilen. Weil ich mal drankomme dann. Nein, hau ihn. Vielleicht kriegst du ihn ja direkt kaputt. Nee, hauen ist scheiße. Dann wäre nämlich ein Feuerball. Ja, meine ich ja. Naja, so willst du direkt kaputt. Yo. Ich habe auch einen überlebt. Krass. Huh. Ja. Ich nicht. Bäh, ich hab die Pfeile zu spät gesehen, ich Depp.
Ja, du hast mich auch gelähmt. Ihn nicht, geil. Aber mich. Ich hab nur dich gelähmt. Das ist ein Held. Tschüss. Danke, tschüss. Ja, gut, ne? Mhm. Sie können den Schwierigkeitsgrad in den Spieloptionen einschalten. Nein, hier wird nicht in den Schwierigkeitsoptionen. Natürlich nicht. Habe ich eigentlich erzählt, dass wir noch nicht mal aus der Stadt raus sind? Ja, wir haben auch schon wieder 15 Minuten rum in der Folge. Wahnsinn, und das nur mit Sterben. Ja. Boah. Bei dieser Folge solltest du dann reinschreiben, so Dying Mission, yes? Ja. Mission Impossible. Ich glaube, wir sollten nicht auf dem Friedhof sein. Denke auch. Ja, wahrscheinlich. Lass uns mal woanders hingehen. Wir konnten da oben eh noch nicht viel machen. Noch so ein, zwei Level und dann können wir das, glaube ich, so ganz gut hinkriegen. Was gibt's denn hier unten? Lieber müssen wir auch mal zum Gasthaus. Also noch nicht, wo das ist. Oh, hier kommt man Da laufe ich gerade dran vorbei, glaube ich. Stimmt, hier war das Rathaus. Many Jesus. Toller Typ. Ja. Eigentlich müssen wir erstmal zum Gasthaus, oder? Ja, das Gasthaus ist andere Seite. Genau. Bevor wir jetzt die ganze Zeit nur noch irgendwie Nebensachen machen. Greetings. Geh dann schon mal, ne? Nein. Oh, ich habe eine Tür geöffnet. Oh. Bin reingegangen. So, ich spreche hier mit Matthews. Geht irgendwie nicht. Das Spiel spackt. Wie, das Spiel spackt? Ich hab versucht, Putter anzuketten. Das hat aber nicht funktioniert. Ey! Nur weil ich looten will? Wahrscheinlich, weil ich im Dialog bin. Ihr habt einen Gruppendialog mit. Also ja klar, ja sicher. Ja. Könnt mir nicht das Looten verbieten. Ja, Abenteuer. Abenteuer. Jetzt, weil ich Abenteuer lese, bin ich dabei. Okay, worauf warte ich denn noch? Achso, verdammt. Aus dem Gasthaus kommt rotes Licht. Er will schon reich werden. Was? Wirklich? Aber reich werden ist toll. Reich werden. Ganz klar. Also, folgen. Ach, das ist so ein Quiz-Ding hier, oder was? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, das gibt uns ein paar Einstellungspunkte und so. Lieber bedient werden als dienen. Hoho. Vielleicht sollte ich auch mal lesen, was er sagt, damit ich weiß, was ich antworten soll. Ja, wir kriegen jetzt eine Erzählung über die Fantastischen Fünf. Boah, krass. Ja, die gefeiertste Abenteuergilde in Rivellon. Moment, da sind wir. Welt verbessern. Verbessern ja, uns, indem wir die Welt verbessern, erfüllen unsere Träume und reinigen unsere Seele. Ja, ich möchte damit werden, also. Ich möchte mich einschreiben, ganz klar. Du machst aber jeden Club mit, der dir das verspricht, oder? Da steht fantastisch dran. Wer soll jetzt das in den Titel schreiben? Fantastisch. Ich bin dabei, ganz klar. Ich bin dabei. Ja, ja, sicher das. Tagebuch aktualisiert. Woll. Und da drin stattzielt da unsere Braut und blutet alles. Was? Ja, du, genau du. Von drinnen schreit einer, Galibar! So. Ich würde doch niemals stehlen. Das ist doch schlecht. Du wurdest ja auch schon gar nicht erwischt. Nein, wurde ich nicht. Okay, es geht um eins von Aros Experimenten. Einen kleinen Fehlschlag. Der ihm zu Katze wurden ließ? Nee, eine große, klobige Maschine. Der hat sich ja selber absichtlich zu Katze gemacht. Soll nur ein riesiger Stahlkoloss sein. Ich glaube, darum müssen wir uns mal kümmern. Oh. Okay. Alles klar. Warum nicht? So, wir können hier die Seeleute vielleicht loswerden.
super. Dann müssen wir gleich nochmal in den Hafen und denen sagen, dass die, doch hier hinkommen sollen. Jojojo. So, bei jeder Taverne können wir uns mal einen schönen Tisch setzen und ein Päuschen machen. Ja, ne? Ganz klar. Wie wär's denn hier oben? Der hier ist ja auch. Platz. Hierher. Ich will Bier. Hm? Was? Falscher ja. Tisch. Ich will ans Fenster. Dann geh ans Fenster. Können wir ein bisschen ranzoomen hier? Ja, so ein bisschen. An meiner Seite eine doofe Klappe auf. Kann man das hart ausblenden? Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es beim nächsten Mal raus. Alles klar. Ciao. Tschüss.